Ich habe auch wieder mal ein anderes Thema für euch mitgebracht, an dem ich auch schon eine Weile gesessen bin. Und das ist die FKK bzw. Nacktheit. Es ist ja nichts Besonderes, dass ich mit harten Themen um die Ecke komme. Sei es Rassismus, religiöse Fanatiker, Sekten, dies, das, Ananas. Hatten wir ja schon alles gehabt. Und da dachte ich mir, ja gut, das kann ich ja eh, also fangen wir mal an. Erstmal die Frage, warum sind einige Menschen gerne nackt? Die Frage stellt sich irgendwie jedem, der davon schon mal gehört hat. Und dieser Frage werde ich so gut es geht auf den Grund gehen. An sich ist es normal, dass wir alle zur Welt kommen, nackt sind. Aber wenn wir erstmal schreien und es natürlich kalt ist, weil es war ja warm, Bauch der Mutter, dann wird erstmal ein Handtuch umgelegt, das uns nicht so friert. Und dass wir uns Klamotten anlegen, hat einerseits den Grund, dass wir unsere Scham bedecken, beziehungsweise die primären Körperteile. Das heißt beim Mann Penis und Hoden, beziehungsweise bei der Frau die Vagina und die Brüste. Naturismus, Nudismus sind zwar zum Teil unterschiedliche Sachen, das werde ich natürlich auch erläutern, dass wir uns vor der ganzen Gefahr der Umwelt auch schützen. Dafür sind Klamotten ja auch da. Wie das mit den Klamotten auch entstand, kann ich auch nochmal ein Thema zu machen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Die Bewegung des FKKs bzw. Naturismus ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, in Deutschland, so in der Nähe von Berlin. Wurde auch in Kolonien ausprobiert, aber da ging es etwas nach hinten los. International anerkannt als Naturismus mit FKK-Stränden und Verbänden in Europa, Australien sowie Nordamerika und halt eben auch im deutschsprachigen Raum und Skandinavien. Es ist sehr verbreitet, aber niemand spricht darüber, weil Nacktheit gleich Scham. Da gibt es auch eine Definition, wie FKK definiert werden sollte, von der Naturistenföderation. Die werde ich euch natürlich auch mal vorlesen. Sie kommt zum Ausdruck, wenn gemeinschaftliche Nacktheit verbunden mit Selbstachtung, Respektierung und Andersdenken und der Umwelt. Gemeinschaftliche Nacktheit ist ein essentielles Kennzeichen des Naturismus, der die Naturelemente Sonne, Luft, Wasser völlig auswertet. Der Naturismus stellt die physische und psychische Gleichgewicht wieder her, indem er die Erholung einer natürlichen Umgebung bringt. Durch Bewegung und Respekt sind die Grundprinzipien von Gesundheits- und Ernährungslehre. Der Naturismus fördert viele Aktivitäten, die die Kreativität entwickeln. Völlige Nacktheit ist der geeignetste Anzug, um Rückkehr zur Natur zu verwirklichen und ist mit Sicherheit der sichtbarste Akt des Naturismus, auch wenn sie nicht der einzige ist. Sie hat eine ausgleichende Wirkung auf Menschen, indem sie von Spannungen befreit, die durch Tabus und Provokationen der heutigen Gesellschaft verursacht sind und auf dem Weg zu einer einfacheren, gesünderen und menschlichen Lebensweise zeigt. Ja, das war der Weltkongress von 1974 und dem gehe ich voll und ganz d'accord. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber es gibt verschiedene Arten der Nacktheit. Nicht nur die natürliche Nacktheit, sondern auch die sexualisierte Nacktheit. Auf diese werde ich jetzt auch alles eingehen. Und da kann ich euch Beispiele liefern. Wie zum Beispiel die Frauen des Deko in Rap-Videos oder auch in pornografischen Inhalten. Dazu habe ich ja schon mal zwei Teile gemacht. Findet ihr alles auf dem Kanal? Wenn nicht, wenn ihr nicht suchen wollt, ich kann es euch, wenn ich es nicht vergesse, in die Videobeschreibung verpacken. Abonnieren, bewerten und sowas alles nicht vergessen. So, jetzt kommen wir dann mal auf die sexualisierte Nacktheit. Was ich ja gerade eben angesprochen habe, zum Beispiel in Musikvideos oder in der Pornobranche. In dem Fall, ja, kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Die sexualisierte Nacktheit sind einmal der Voyeurismus und der Exhibitionismus. Exhibitionismus ist aus dem Lateinischen und kommt von exhibere, das sich zeigen heißt, ab. Davon leitet sich das Wort ab. Um es mal ganz kurz runterzubrechen, ja, könnte ein bisschen lang werden, das Video, deswegen breche ich es euch runter. Exhibitionisten, die zeichnen sich dadurch aus, dass es Frauen bzw. Männer sind, die dann plötzlich entweder A, die Hosen runterlassen oder B, plötzlich ihre Brüste rauszeigen. Das mitten in der Öffentlichkeit. Oder halt eben die Flitzer, die nackt durchs Stadion fetzen. Die meisten Exhibitionisten, die einfach mal die Hosen runterlassen, sind Männer. Und da gibt es auch Gesetz, dass Exhibitionismus strafbar ist, was meistens auch nur auf Männer angewendet wird und für Frauen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zumindest zu der Zeit, als das Skript und das Video entstand. Falls es irgendwann mal eine Rechtsänderung gibt, dann ist dieser Teil auch nur noch ziemlich veraltet und zeigt es früher. Werden wir aber noch sehen im Laufe der Zeit. Der Zeit habe ich auch ein bisschen was nachgelesen. Das ist in der Nähe von München, da gibt es auch einen FKK-Strand. Da gibt es auch so einen Abschnitt, die sehr viel mit Voyeuristen und Spannern zu kämpfen haben. Und die Stadt da einfach nicht hinterherkommt. Jetzt, wo ich das auch schön angeschnitten habe, Voyeurismus, kommt aus dem Französischen, was unter anderem sehen bzw. Seher bedeutet und wird sehr stark ausgenutzt und das im Sinne von Peepshows, Stripclubs, Pornokinos, Pornofilmen, bliblablo. Oder auch die Spanner, welche Personen im Bikini beim Sonnen beobachten. Oder auch der bekannteste Perverse aus Naruto, Jiraiya. Sorry, der musste jetzt einfach raus. Dann gibt es natürlich auch in Erwachsenenfilmen die sogenannte Spanner-Story oder dieses Point of View, wo man das sieht, dass der männliche Darsteller eine Actioncam hat. Das war jetzt mal so kurz gefasst die sexualisierte Nacktheit. Dann gibt es natürlich auch die Nacktheit im Sinne der Kunst, zum Beispiel Aktmodelle, zum Beispiel der David von Michelangelo oder knapp bekleidete
oder beziehungsweise nackte Statuen der Aphrodite beziehungsweise Venus, kommt drauf an, ob du jetzt die griechische oder römische Kultur nimmst, oder auch nackte Statuen von Apollon. Da gibt es einige Beispiele. Die Nacktheit in der Natur, das ist egal, wie du aussiehst, wie alt du bist, nackt sind wir alle gleich, weil wir der Natur ausgesetzt sind. Bei dem Geschlechter verschieden, aber sonst haben wir alle das gleiche Problem, wenn wir nackt sind. Was ja ein Vorteil sein kann, wenn du gerne nackt unterwegs bist, aber Nachteil, wenn es ein bisschen kalt ist. Die Nacktheit in der Natur steht nicht in Verbindung mit Sex. Deswegen auch viele Vereine, die sich der Freikörperkultur widmen, untersagen dies oder heißen das nicht gut. Also daher ist das sehr stark verpönt. Da habe ich nämlich noch was. Bei der naturistischen Bewegung geht es nicht um die Sexualisierung des Körpers, sondern um die Gesundheit und auch um die Idee, die Menschen von der Scham zu befreien, sowie soziale Ungleichheit und einem ungesunden Lebensbedingungen in übervölkerten Städten während der beginnenden Industrialisierung. Das habe ich von der Deutschen Welle übrigens. Die zwar in Russland verboten ist, aber das ist ein anderes Thema. Anderweitig hergenommen wird, zum Beispiel als Art Bestrafung, zum Beispiel bei Gekreuzigten, darauf werde ich nämlich noch zu sprechen kommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich weise nochmal darauf hin. Ihr könnt gerne kommentieren, abonnieren, bewerten, teilen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschu tschu.